Sie sind ein eingespieltes Team mit ganz unterschiedlichem Temperament. Lenko Tjawizki und Neda Rahmanian. In dem neuen Kroatien-Krimi ermitteln sie auf der kleinen Insel Fies. Len spielt Kommissar Emil Pirica, den eher zurückhaltenden Beobachter. Das Besondere an ihm ist, dass er sehr sensibel, feinfühlig ist, ein Teamplayer und auf sein Team aufpasst. Und das macht auch so die Konstellation von Branka und Emil aus. Kommissarin Branka ist spontan und energiegeladen und selten ohne High Heels unterwegs. Ihre Fraulichkeit zeigt sie, gerade weil sie in einer von Männer dominierten Gesellschaft lebt. Und das, so Neda Rahmanian, sei eben ganz typisch für Kroatien. Hier mögen die Frauen das und die leben das und es ist toll, das zu sehen. Und Branka Maric hat ja halt auch ihre High Heels an und ihr Lederrock an und ist als Frau bei der Polizei und lebt auch dieses Frausein. Und das finde ich gut. Zusammen suchen die beiden den Mörder eines Antiquitätenhändlers auf der Insel Fies. Und während der Dreh schon startet, ist der Tonmann der Fernsehproduktion noch auf der Suche nach dem guten Ton. Ich habe halt ein Problem hier mit meinen drahtlosen Funkstrecken. Es ist manchmal etwas schwierig, hier eine freie Frequenz zu finden. Zumal das sich ändert von einer Ecke von bis zur nächsten. Und es ist ja Wildwest. Ein wenig mühselig kann es schon sein, wenn man auf einer kleinen ursprünglichen Insel arbeitet. Da muss alles an Technik per Hand zur Drehlocation geschleppt werden. Und weil ein Haus hier nun mal nicht unbedingt eine Haustürklingel hat, wird auch die schnell noch angebracht. Nur um die 3000 Menschen leben auf der kroatischen Insel Fies, die 60 Kilometer vom Festland entfernt liegt und nur mit dem Schiff zu erreichen ist. Gerade diese Wildheit und Abgeschiedenheit ist es, in die Len sich während der Dreharbeiten verliebt hat. Die Insel Fies für ihn ein kleines Paradies. Den Blick auf das Schöne und auf diesen Frieden, der hier herrscht, das ist schon was wirklich Besonderes. Und ich versuche immer wieder, jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus gehe, zur Arbeit gehe, also hier geht man zur Arbeit, ja, versuche ich immer wieder, den Blick frisch zu machen und wieder die Augen aufzumachen und dankbar zu sein. Erstens für die Arbeit und zweitens natürlich auch noch für den Ort, wo man diese Arbeit verrichten darf. Sein Rennrad hat er als leidenschaftlicher Sportler auf die Insel mitgenommen. Er ist Frühaufsteher, jeden Tag vor Drehbeginn fährt er 15 Kilometer, gern auch mehr. Wenn man seine Radtour gemacht hat, kann man schon zusehen, wie die Fischer wieder reinkommen mit dem frisch gefangenen Fisch. Das ist schon sehr idyllisch. Lenko Tjawizki bezeichnet sich selbst als Harmoniemensch. Es ist ihm wichtig, dass die Stimmung am Set gut ist. Als Schauspieler dieses Mal mit dabei Michael Rotschopf und Benjamin Sadler. 4 Wochen arbeiten alle eng auf der Insel zusammen. Jeden Tag dreht das deutsch-kroatische Team im Schnitt 4,5 Minuten. Hier verabschiedet sich Len alias Kommissar Emil von Kollegin Branka, die zurück aufs Festland fährt. Es ist wenig Drehzeit. Eine Fähre kann auch eine Filmcrew nicht aufhalten. Wir haben genau ein Zeitfenster von einer Stunde. Die Fähre kommt an. Cut, thank you. Die Fähre kommt an 13:20 Uhr, die entladen die Fähre, dann haben wir von 14 bis 15 Uhr Zeit, dann beladen sie wieder und 15:30 Uhr fährt sie wieder ab. Nach 3 Versuchen sind Kameramann Stefan Spreer und auch die Hauptdarsteller mit den Aufnahmen zufrieden. Hat man eigentlich das im Gespür, wenn man dreht oder wenn man vor der Kamera steht, jetzt ist die Szene richtig? Der Len nicht. Nee, aber der Stefan, schon. Er ist einfach der King. Nee, das ist, ob jetzt die, wie war jetzt die Frage, ich war verwirrt. Spürt man das, wenn die Szene richtig war? Ja, das spürt man. Also wenn man mit einem Kollegen, also wie jetzt mit Neda, das ist einfach, da ist eine gute Energie. Man stimmt miteinander sich ein und wenn man merkt, dass der Rhythmus stimmt und die Melodie, dann merkt man schon, ob es richtig ist. Action! Während ein Teil des Teams noch weiter dreht, hat Lenko Tjawizki an diesem Nachmittag drehfrei. Neben der Schauspielerei hat der Mann, der als Kind von Leningrad nach Ost-Berlin kam und zweisprachig groß wurde, eine weitere Leidenschaft, die Geige. In Dresden hat er beides studiert, Geige und Schauspiel. Seine Professoren wollten damals zunächst, dass er sich entscheidet. Sind Sie nun Geiger, sind Sie nun Schauspieler, sind Sie nun das, sind Sie nun das? Und ich habe versucht, mich zu entscheiden und habe versucht, auch mal den einen Weg, nur den einen Weg zu gehen und mal den anderen. Und habe dann aber gemerkt, dass meine Seele das braucht. Und so spielt er immer wieder auch die Geige, wenn manchmal auch nur in Drehpausen. Ein paar Töne zu geigen macht bei mir sofort so, die Luft geht raus und man findet irgendwie so einen Frieden und dann ist es halt, da wird der Akku wieder aufgeladen und wenn ich die nicht dabei habe, dann fehlt mir was.
Im richtigen Leben ist Len verheiratet. Kommissar Emil im Kroatien-Krimi ist jedoch Single, trägt also keinen Ehering. Und auch auf so etwas muss beim Dreh geachtet werden. Jeden Morgen muss der Ring ab, leider. Und der darf auch nicht so viel getragen werden, wenn wir in der Sonne sind. Weil ansonsten bleibt er ein kleiner weißer Streifen zurück. Meine Frau weiß und akzeptiert das und die weiß das auch zu schätzen, dass ich in der Freizeit dann auch meinen Ring wieder trage. Len Kutjawicki ist froh darüber, dass Kroatien wieder als Drehort gewählt wurde. Dass man einfach so eine Geschichte mit in so ein Land bringt, einen Kriminalfall löst und dabei aber eben auch eine Mentalität erzählt, eine politische Situation erzählt, ein Gefühl von diesem Leben hier auch mitgeben kann. Der Kroatien-Krimi, demnächst zu sehen bei uns im Ersten.